Das ist die Musik von Götzenbach, oder wie das heißt. Reden wir erstmal mit dir. Ja, hallo, Herr Drache. Für einen Vierfüßer siehst du ganz süß aus. Ich wünschte, ich könnte dich durch unseren Tempel führen. Aber ein Haufen lausiger Erdwürmer hat ihn in Stein eingeschlossen. Das ist die Stimme von der Zauberin aus dem dritten Teil, oder? Also jetzt nicht von der fetten Dinosaurierin, sondern von der kleinen, die am Anfang voll scheiße zu uns war, dann am Ende aber ganz gut. Relativ. Komm mal raus. Danke, dass du mich befreit hast. Da sind noch Satyren im Stein gefangen. Jo. Gut, ich würde sagen, wir machen erst hier oben das fertig, alles. Denn wenn wir durch Zufall irgendwie mal runterfallen sollten, wer von euch lebt. Keine. Falls wir runterfallen sollten, dann machen wir erst den unteren Teil. Ich erinnere mich sehr doch an Fauchen. Erinnere mich sehr an diese Viecher aus dem ersten Teil, da wo die Frösche. Das waren auch Bäume, oder? Die haben erst so mit dem Popo gewackelt und dann sind die auf uns zugekommen. Gehen wir mal hier zum Schweinchen. Ja, Gottes Willen. Ich wollte jetzt eigentlich noch nicht darunter, aber ich will eigentlich überhaupt nicht darunter. Ah, hier war auch noch ein Schweinchen, das ist immer. Na gut, dann machen wir den erstmal frei. Schweinchen hat getanzt. Und du hast uns das sozusagen erlebt. Der auch. Nicht. Oh, ich will den Kopfstoß eigentlich gar nicht lernen. Gibt einer von euch? Das nie hinkriegen, von denen nicht getroffen zu werden. Lebst du? Nein. Ach, hier ist noch einer. Auch nichts zu sagen. Doofkopf. Der lebt aber. Stimmt. Ja. Hier wird nichts mit Bienen gemacht. Ha! Einmal hat es geschafft. Na komm, Mama, dich erst noch. Schweinchen sollen tanzen.
Der labert jetzt aber, oder? Nö. 4 von 6. Ich hab grad ein bisschen Panik gehabt. Ich hab gedacht, dass der geben würde. Was mit dir? Ein Schweinchen. Hätte das nicht töten sollen, dann hätte das wieder getanzt. Ich will, dass das tanzt. Wir machen den jetzt gleich kaputt. Schweinchen soll mal respawnen. Nein! Was ist mit dir? Oh, ein Drache! Vielleicht kannst du helfen. Mein Freund ist in diesem Zimmer eingeschlossen und hat den Schlüssel verloren. Es ist ja so schwer, nachts einen Schlosser zu finden, wie du weißt. Spinner der Faun! Brich die Tür des Gebäudes auf. Ja, genau. So, ist das Schweinchen jetzt wieder da? Ja, das Schweinchen ist wieder da. Dann. Okay, einer fehlt noch. Es ist großartig, frei zu sein. Nun muss nur noch ein Satyr gerettet werden. Oh. Ein Bäumchen steht ja an. Das war irgendwie zu erwarten. Da du jetzt alle Satyren in den Bruchhügeln gerettet hast, solltest du in den Tempel gehen. In den Tempel gehen, da gehe ich aber gleich erst hin, weil ich will jetzt noch nicht in den Tempel gehen. Was bist du hier überhaupt? Na, hier außenrum liegen doch bestimmt noch Edelsteinchen, oder? Im ersten Teil hätten sie es gemacht. Kann ich? Nein, 14. Wie glaube ich? 12. 12! Na gut. Dann machen wir den Kram hier und das entsprechend. Das war ein Schweinchen. Komm, schlag zu. Schlag zu. Komm. Brauchst du durch. No. Okay, die können wir beide noch machen. Wir müssen nicht in die Lava reinschubsen, damit die getötet werden. Okay, davon habe ich ein Edelsteinchen gesehen. Das machen wir gleich, wenn wir hier vorne den Teil fertig haben. Bin mal gespannt, wie schnell ich das hier schaffe. Weil das ist nämlich schwierig, weil da müssen wir mit dem Supersprinter, der vorne anfängt, komplett über die ganze Map drüber sausen. Und dann irgendwie da runter. Ich habe da damals sehr lange für gebraucht. Komm, schlag zu. Ups. Es wäre einfacher gewesen, wenn ich in eine andere Richtung geschossen hätte. Ach, das war's hier schon. Müssen wir aber jetzt mal zurück zum Anfang. Weil das war noch nicht alles. Komm mal hier durch oder ist da vorne eine Tür? Also eine Tür. Dann
fliegen wir dahin. Das müsste ungefähr passen. Na, war klar. Dann machen wir das hier erstmal. So, da haben wir ein Ding, womit ich reinschubsen kann. Da wäre ich fast selber reingefallen. Und du kommst da drüben hin. Komm, schlag zu. Voll getroffen, aber aufs Übelste. Ich habe das, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Die verabschieden sich, glaube ich. Wenn wir die reinschubsen. Ganz traurig guckt er dann. So, ich wär mal wieder für ein Schweinchen. Aber ich habe das Gefühl, dass hier unten keine Schweinchen rumlaufen. Der kratzt sich mit seiner Axt. Dann müssen wir hier oben nach Schweinchen gucken. Da vorne ist zum Beispiel eins. Eins wird mir schon reichen. Das ist nur, dass wir eine kleine Absicherung haben. Ach komm, dann nehmen wir das noch gerade mit. Weil schon hier so auf dem Weg liegt. Aber es liegt auf dem Weg, ja. Wo schubsen wir dich hin? Dahin, okay. Wand lang schieben. Okay, ich glaube, das war's. I think. Dann gehen wir jetzt noch nach Hause. Also nicht nach Hause, sondern auf dem Weg dahin. Gibt's noch irgendwie was zu holen? Schlecht. Also ich bin noch nie hier rumgegangen, ist mir mal gerade aufgefallen. Hello. Oh, hi, Drachenjunge. Du erwartest wohl, dass ich sage, du bist mein Held. Danke, dass du mich, armes Wesen, gerettet hast. Bla, bla, bla. Tut mir leid, Kleiner. Ich war nur hier drin, weil ich Ruhe und Frieden wollte. Wie auch immer, die anderen Faune wollen, dass ich dir diesen Talisman gebe. Was ist das? Ein Horn. Eine Blockflöte. Eine... Weißt du, nee, Blockflöte nicht. Das war was anderes, eine. Wie nennt sich das Ding denn? Aus Bambusrohren. Ich meine, das wäre irgendwas mit P. Am Ende kommt überhaupt kein P drin vor, ne? Ich kenne mich ja. So, dann hauen wir mal hier kräftig aufs Kino. Okay. Dann holen wir erstmal hier die Edelsteine und versuchen uns dann an diesem einzigartigen Brennlevel. Also, ihr könnt mich mal alle. Wie haben sie das gemacht? Da hinten haben sie es nicht gemacht. Hochgradigst, merkwürdigst. Gut, wir gehen hier aber erstmal hoch und dann gehen wir gleich zum Spacken, mit dem wir reden. Wir müssen später eh nochmal anreden, weil wir das so nicht machen können, was der von uns will. Ich habe das auch eigentlich gar keine Lust drauf. So, da oben war noch was. Wo kommen wir denn da hin? Da müssen wir gar nicht hoch, da gibt es nämlich gar nichts. Okay. Was hast du uns zu sagen? Ich habe mit diesem Trank hier experimentiert. Ich würde ihn gern testen, aber die Erdwürmer haben das Ausgehen etwas schwierig gemacht. Könntest du mich bitte eskortieren? Was sind wir mit Ja sagen? Toll! Halt nur diese Erdwürmer von mir fern.
sodass ich Jäger den Trank bringen kann. Ah, okay. Die Aufgabe von ihm können wir machen, aber die Aufgabe vom Jäger können wir nicht machen. So war das, genau. Alchemisten vor Erdwürmern schützen. Das ist eine Scheißaufgabe, weil der einfach mal so rennt, wie man es nicht erwartet. Nicht intuitiv.